wenn all das frei ist von Identifikation und wir im Gebenden, im Empfangenden und in der Gabe ein und dieselbe Grundsubstanz erkennen, Leerheit, Leersein von aus sich selbst heraus existierendem Sein. Dann können wir gemeinsam mit allen fühlenden Wesen das große Erwachen verwirklichen. Zen zu verstehen, ist im Grunde sehr einfach. So wie sich ein Messer nicht selbst schneiden kann, eine Waage nicht ihr eigenes Gewicht wiegen kann, so kann sich das Bewusstsein oder besser die Bewusstheit, die wir in Wahrheit sind, oder die zumindest eine weitere Dimension unseres Daseins ausmacht, diese Bewusstheit kann sich nicht selbstbewusst sein. Warum? Ein Messer kann sich selbst nicht schneiden, weil es eins ist. Eine Waage kann nicht ihr eigenes Gewicht wiegen, weil sie eins ist. Ein Auge kann sich selbst nicht sehen, weil es eins ist, nicht zwei. Wenn wir dieses Verständnis haben, können wir wirklich Sazen praktizieren. Indem wir alles, selbst das Subtilste, alles, was wahrnehmbar ist, als nicht ich erkennen. Es ist völlig klar und offensichtlich, dass wir nicht die Wand sind, vor der wir sitzen. Warum ist das so? Warum haben wir eine völlige innere Gewissheit, dass wir nicht der Gegenstand unserer Wahrnehmung sind, in diesem Fall die Wand? Weil der Punkt, von dem aus wir die Wand sehen, nicht Wand ist. Letztlich ist die Wand, die wir glauben, vor uns zu sehen, jedoch nur ein Bild in unserem Kopf, erzeugt durch die Sehnerven in den Augen,
Lichtempfindlichkeit, die Weiterleitung dieser visuellen Signale an das Gehirn, an das Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein entsteht das Bild der Wand, das wir glauben zu sehen. Die Wand, die scheinbar außerhalb wahrgenommen wird. Zwei Personen schauen auf ein Dorf, dessen Dächer alle rot gedeckt sind. Der eine von beiden sagt: Schau nur das schöne Dorf mit den rot gedeckten Dächern. Der andere, der farbenblind ist, sagt: Nein, nein, die Dächer sind nicht rot gedeckt, sondern grün. Die Abbildung der Wirklichkeit, die wir im Bewusstsein wahrnehmen, ist für uns Wirklichkeit, in Wahrheit aber Illusion. Kommen wir zurück zu dem Phänomen, dass wir mit absoluter Gewissheit sagen können, dass wir nicht die Wand vor uns sind. Und erkennen, dass dieses Abbild, dass die Wand lediglich ein Abbild in unserem Bewusstsein ist. Was nehmen wir noch im Bewusstsein wahr? Wir nehmen auf eine subtile Art und Weise den Körper wahr. Wir können Gedanken wahrnehmen, Emotionen, Gefühle. Und wenn wir ganz genau hinschauen, tiefer hineingehen in diese Wahrnehmung und noch tiefer darüber hinaus, ganz subtil können wir selbst das Gefühl, dieser Körper zu sein, diese Person zu sein, wahrnehmen. Im Grunde ist es völlig offensichtlich. Aber Zen lässt sich sehr leicht verstehen, oft aber nur schwer umsetzen, praktizieren. Auf dem Kissen mag es verhältnismäßig leicht sein, sich als sein wahres Wesen zu erkennen, durch das Erkennen, was wir nicht sind. Doch im Alltag schleicht sich oft wieder die Identifikation ein. Einhergehend damit die Identifikation mit dem Denker, dem Körper, Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Deshalb praktizieren wir, um dieses Erkennen immer wieder zu aktualisieren. Alleine oder in der Gruppe.
Und gerade Praxistage, Samusechin, wie das aktuelle Wochenende, bietet uns die Einladung, diesen Geist des Erwachens, den Bodhigeist, das reine Gewahrsein vor dem Denker, die tiefste Instanz von Wahrnehmung vor allen Konzepten von Wahrnehmung, dieses So-Sein mit in die alltägliche Praxis zu nehmen, beim Gemüseschneiden, beim Arbeiten, beim Essen, beim Kinnen. Wenn wir uns ausruhen, die Zähne putzen, aufs Klo gehen, in jedem Augenblick praktizieren und jeden Augenblick zu einer Einladung werden lassen, wach und präsent als das da zu sein, was wir sind. In den Mahlzeitenversen wird gesagt, Buddha wurde in Kapilavastu geboren, erwachte in Magadha, lehrte in Harana und trat in Kushinagara ins Nirvana ein. Mit diesem Eingangssatz der Mahlzeitenverse wird das Leben Shakyamuni Buddhas auf 4 wesentliche Stationen reduziert. Seine Geburt in Kapilavastu, einhergehend damit sein Leben als Prinz im Palast, abgeschirmt vom Leiden in der Welt, bestehend aus Alter, Krankheit und Tod. Niemals das Gefühl haben zu müssen, krank zu sein, aber nicht das Geld zu haben, einen Arzt kommen zu lassen. Und eines Tages verlässt er den Palast mit seinem Diener, reitet mit seinem Diener auf den Pferden weiter als jemals zuvor und sieht an einem einzigen Tag einen sehr alten Menschen, einen Kranken und die Verbrennung eines Leichnams. Völlig schockiert darüber, stellt er sich selbst die Frage, wie wir dem Kreislauf des Samsara aus Geburt, Alter, Krankheit und Tod, erneuter Geburt entkommen können. Nach einer langen Zeit der Suche in der Askese, in der Meditation der damaligen Zeit, setzt er sich unter den Bodhibaum und sagt zu sich selbst, ich werde nicht eher aufstehen, bis ich das Geheimnis um Leben und Tod geklärt habe. Er erwacht unter dem Bodhibaum in der Nähe von Magadha, zog daraufhin 45 Jahre seines Lebens durch Indien, lehrte in Harana und anderen Orten und starb trotz aller Weisheit, trotz aller Erleuchtung, letzten Endes in Kushinagara, an verdorbenem Wildschweinfleisch und geht ins Nirvana ein. Damit beginnen die Mahlzeitenverse.
und laden uns ein, uns immer wieder auf diese Quelle der buddhistischen Praxis zu besinnen. Da war dieser Mann vor 2500 Jahren, der einen Weg finden wollte, aus dem Wiedergeburtenkreislauf auszusteigen. Einen Weg, das Leiden der Menschen zu lindern, das aus Gier, Hass und Verblendung besteht. Oder vielmehr von diesen dreien verursacht wird. Die Schalen des Tathagata öffnen wir jetzt. Tathagata ist eine andere Bezeichnung für den Buddha Shakyamuni. Nachdem er von allen Buddha genannt wurde, der Erwachte, der Erleuchtete, nannte er sich selbst Tathagata, was so viel bedeutet wie der So-Seiende. Die Schalen des So-Seienden öffnen wir jetzt. Praktisch und phänomenal gesehen, in der phänomenalen Wirklichkeit, öffnen wir unsere Essschalen. Doch die Metapher, die Schale des Tathagata öffnen wir jetzt, lässt mich an ein Hühnerei denken. Die Henne klopft von außen gegen das Ei, während das Küken von innen heraus mit dem Schnabel allmählich die Schale öffnet, sich befreit von diesem engen Gefängnis, von dieser Enge im Ei. Um herauszutreten in die Wirklichkeit, in die Welt. Das ist, was es bedeutet, den Zen-Weg zu gehen und weiterzugeben an andere. Seit über 2500 Jahren von Mensch zu Mensch, von Meister an Schüler. Entspannt gut die Schultern. Lass die Muskulatur völlig locker und entspannt. Nimm alles wahr, was von Augenblick zu Augenblick geschieht. Alles, was wahrgenommen werden kann. Bis in die subtilsten Bereiche das Gefühl zu sein, zu existieren. Die Frage ist, als was existieren wir? Als was sind wir in allerletzter Instanz? Wenn wir etwas wahrnehmen können, dann gibt es den Wahrnehmenden und das Objekt der Wahrnehmung.
Doch aus dem letztendlichen Blickwinkel heraus erkennen wir, dass Subjekt und Objekt ineinander verschmelzen. Denn das Objekt ist schon immer Teil des Subjekts. So wie nachts die Traumgebilde Teil des Schlafenden sind. Ganze Welten tun sich auf. Doch letztlich ist alles ein Traum, eine Wirklichkeit. Und deshalb heißt es weiter, möge der Gebende, der Empfangende und das, was gegeben wird, von aller Identifikation befreit werden. Jegliches Anhaften an gedanklichen Konzepten von richtig und falsch, Anhaften und Identifizieren mit dem Denker, diesem Körper-Geist-System, dem Gebenden, dem Empfangenden und das, was gegeben wird. Wenn all das frei ist von Identifikation und wir im Gebenden, im Empfangenden und in der Gabe ein und dieselbe Grundsubstanz erkennen, Leerheit, Leersein von aus sich selbst heraus existierendem Sein. Dann können wir gemeinsam mit allen fühlenden Wesen das große Erwachen verwirklichen. In diesem Satz ist das Wort gemeinsam der Schlüssel. Es ist nicht möglich, für sich allein zu erwachen. Wir erwachen immer gemeinsam mit allen Wesen. Und deshalb soll auch Buddha unter dem Bodhibaum bei seinem Erwachen, als er den Morgenstern sah, laut ausgerufen haben, gemeinsam mit allen Wesen habe ich die große Erleuchtung, den großen Weg erfahren. Nicht für sich alleine. Möge der Gebende, der Empfangende und das, was gegeben wird, von aller Anhaftung und Identifikation befreit werden. Und wir gemeinsam mit allen fühlenden Wesen das große Erwachen verwirklichen. Frei werden von Identifikation, loslassen von Anhaftung, ist das große Erwachen, gemeinsam mit allen Wesen. Heute Abend beim letzten Sazen werden wir uns mit den 5 Vergegenwärtigungen auseinandersetzen, die ebenfalls Teil der Mahlzeitenverse sind.